Aloha Wohnzimmerkapitäne, Aloha Seekräuter. Willkommen zurück zu diesem Video hier auf dem Seekrauts-Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben hier ein T10-Gefecht für euch und zwar mit zwei T7-Schiffen. Auf jeder Seite eins, ne? Eine Colorado links, eine Colorado rechts. Ja, und der Rest ist dann gut gemischt, ne? Halt auf beiden Seiten so eine Divi, die man gerne vermeidet. Wir sitzen hier in der Desmo und die Endscreens sind zuverlässig oder sind vielversprechend, kann man sagen. Karte Gefahrenherd und wir haben einen Sturm, der hier von rechts nach links zieht. Und wir wollen jetzt mal schauen, was hier Bim Tanor in seiner Desmoins hier so gemacht hat. Wir haben Hydro dabei, wir haben Überwachungsradar dabei, die Reparaturmannschaft ist normal. Und ja, kommen wir mal zu seinem Bild. Er hat hier Halsey Jr., den heroischen Kapitän dabei, der hier mit Sonderfähigkeiten ausgestattet ist. Und Talenten zusätzlich noch. Gehen wir ganz kurz auf den Bild drauf ein. Wir haben hier vorrangiges Ziel. Ja, dann haben wir Ladeexperte, verbesserte Fähigkeit. Ja, verbesserter Skill bei dem Kapitän. 75% Ladezeitverkürzung statt 50%. Dritter Skill ist dann Elite-Schütze. Turmdrehzeit wird beschleunigt, aber hier um 1 Grad pro Sekunde, nicht um 0,7 Grad, zumindest bei dem Kaliber. Ja, dann haben wir den Adrenalinrausch dabei. Man nimmt Schaden und dafür bekommt man die Ladezeit verkürzt. Und dann mit letzter Anstrengung. Da hat er mir schon geschrieben, dass er sich da eigentlich verskillt hat. Ja, er wollte eigentlich 1000 Sasser skillen. Keine Ahnung, hat sich verklickt. Ja, und dann gibt es den Inspekteur. Eine Aufladung mehr von allen Verbrauchsmaterialien. Dann die Funkortung. Ihr seht schon, das ist dieser weiße Balken, den ihr da oben über dem Fahnenkreuz habt. Dieser Halbmond, würde ich jetzt mal so sagen, der immer die nächste Position des nächsten Gegnerschiffes anzeigt. Und dann ist es eben der Tarnungsmeister. Bei den Verbesserungen, die da eingebaut sind, haben wir Hauptbewachungsmodifikation 1, sehr sinnvoll. Überwachungsradarmodifikation, auch ganz wichtig, 20% längere Laufdauer des Überwachungsradars, also richtig gut. Zielsystemmodifikation für weniger Streuung der Hauptbatteriegranaten zum Beispiel. Hier auf dem Schiff wird das auf jeden Fall nur da wirken. Und dann haben wir die Antriebsmodifikation für besseres Beschleunigen. Also immer dann, wenn das Schiff steht oder nach vorne fährt und dann halt auf Maximalgeschwindigkeit hoch beschleunigen will, da ist er schon ordentlich unter Beschuss, kann sie da gerade in den Berg retten. 4000 Trefferpunkte nur verloren. Dann der fünfte Modul ist der Tarnungsmeister, der auch nochmal die Streuung der Gegnergranaten ein bisschen erhöht. Ja, und dann kommt das Legendary, was die Steuergetriebe-Stellzeit verändert, also reduziert und nochmal dazu den Antrieb auch nochmal verbessert, aber immer beim Beschleunigen. Das Schiff steht und fährt dann los, also nach vorne, oder das Schiff steht und fährt dann volle Kraft rückwärts. Auch da merkt man es, aber nicht beim Bremsen. Ja, das wird auch immer gerne falsch gesagt. Ich habe mir das auch mal falsch gemerkt eine ganze Zeit und ja, will es jetzt auch richtig sagen natürlich. Dann geht es weiter und zwar mit den Signalflaggen, die hier noch eine ganz wichtige Rolle spielen. Sierra Mike für mehr Höchstgeschwindigkeit natürlich, India Delta für mehr Trefferpunkte, die pro Zyklus der Reparaturmannschaft wiederhergestellt werden könnten. Juliet Yankee Biso 2, Anti-Flutungsflagge, also dass die Flutung nicht so lange auf dem Schiff tickt, sondern schneller wieder repariert wird. India Yankee ist die Anti-Brandflagge, glaube ich, dass die Branddauer nicht so lang ist auf dem Schiff. Dann haben wir die Juliet Charlie Anti-Deto. India X-Ray und Victor Lima sind die Brandflaggen, um die Brandwahrscheinlichkeit weiter nach oben zu triggern. Und Hotel Yankee ist die Kollisionsflagge, also die Rammflagge, so sagt man ja, im Fachjargon. Ja. Und das ist der Bild, den wir hier von Halsey Jr. haben. Er kann jetzt hier, nachdem er den Beschuss am Anfang ausgewichen ist, jetzt gleich seinen Damage das erste Mal platzieren auf der Jean-Bar, die hier Breitseite rausfährt. Konnte gleich am Anfang verdeckt schießen, weil da nämlich nicht der direkte Sichtkontakt der beiden höchsten Punkte des Schiffes gegeben war. Und ja, haut jetzt hier einen nach der anderen raus. 5,5 Sekunden ist hier die Ladezeit. Profitiert schon ein ganz kleines bisschen von dem Schaden, den er genommen hat durch Adrenalinrausch. Hat er, glaube ich, jetzt hier noch 5,4 Sekunden, konnte man ganz kurz sehen. Also ganz cool. Jetzt muss er aber selber aufpassen. Gerät jetzt hier unter Beschuss von der Colorado, von der North Carolina, von der Jean Bar. Die hat jetzt gar nicht geschossen, aber die Edinburgh hat, glaube ich, noch mit drüber geschossen. Lässt sich jetzt erstmal zugehen, kann jetzt eh nicht mehr wirken, also ganz gut gemacht. Die Conqueror da unten, die ist jetzt ordentlich unter Beschuss gewesen, was da alles ankam. Das ist für eine Conqueror ein Riesenproblem, gerade wenn sie dann Breitseite steht. Jetzt müsste ich jetzt mal gucken, ja, wenn ich mir oben den Lebensbalken der Conqueror angucke, geht der schon ordentlich runter, meine Güte. Man hat jetzt hier nicht mal 5 Minuten Gefecht verbracht, die Conqueror schon fast raus. Die Montpellier bei dem Team Grün ist schon raus. Also, ja.
Gucken wir uns kurz die Verteilung an. Team Rot hat sich in die rechte Ecke bei C gemacht und in die linke Ecke bei A. Und Team Grün hat sich so ein bisschen besser verteilt. Die Kartenverteilung ist ja nicht schlecht, aber irgendwie, ja, mal gucken, wie sieht er mit den Trefferpunkten aus? Hier haben wir schon 60 Punkte, 70 Punkte, 70.000 Punkte Nachteil von den Trefferpunkten her. Na, da können wir gespannt sein, wie das Gefecht sich weiterentwickelt. Die Jean-Bar ist weiter unter Beschuss und die Conqueror da an der Seite hat nur noch 8.000 Trefferpunkte. Auch eine enge Kiste. Bei der Edinburgh, da konnte er jetzt gerade gut treffen. Eigentlich sah er so aus, als ob er gut trifft. Aber das waren nur dann zwei Penetrationen, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. 1.600 Punkte ist ja... Gut. Die Edinburgh war jetzt in nicht so guten Winkel. Ich glaube, er... Worauf schießt er jetzt? Die Edinburgh fährt doch jetzt in die Breitseite. Nee, die bleibt noch spitz zu ihm. Jetzt wird der Winkel besser. Jetzt dreht die Edinburgh bei. Jetzt muss er hier auf die Edinburgh schießen. Kann da vielleicht gleich die Zitas reinrammen. Dann ist die Edinburgh auch ganz schnell Geschichte, wenn ihm das gelingt. Aber da sind es nur 3.300. Gerade richtig in die Kamera gedreht. Und ich glaube, er nutzt jetzt hier auch ganz bewusst seine Legendary-Fähigkeit. Hat das Schiff jetzt mal gestoppt. Steht jetzt fast. Kann da auf der Jean-Bar noch ordentlich Damage reindrücken und die dann rausnehmen. 5.500, das war nochmal eine richtig krasse Salve. Die verbesserten Abprallwinkel der Amis, merkt man gleich. Und jetzt kommt hier die Fähigkeit des Legendaries. Guckt euch an, wie doll dieses Schiff hier beschleunigt. Wenn ich scrollt nochmal zurück, einfach 5 bis 10 Sekunden zurück in dem Video und guckt euch das nochmal an. Das ist echt der Hammer, wie schnell die Desmo jetzt anfährt mit diesem Legendary-Modul. Und da kann man natürlich super geschickt ausnutzen. Ne? Indem man steht, dann wird man beschossen, gibt einfach Gas und fährt los und die ganzen Schüsse gehen dahinter. Ja, das ist, wenn man das clever drauf hat, kann man damit richtig schön den Gegner foppen. Jetzt bringt sich aber hier die North Carolina vom Gegner ordentlich in Bedrängnis. Fährt da selber offen in C rein, hat noch ein bisschen Unterstützung vom DD, der ist aber, ja, ziemlich weit zurück. Die Fletcher hat jetzt allerdings auch ordentlich gefressen. Wow, also die Fletcher hat jetzt richtig krass Trefferpunkte liegen lassen und das nur, um die North Carolina zu torpen, weil ihr dann nicht mal richtig gelungen ist. Da beacht sie sich und die Fletcher geht raus. Das war die Sekundär der North Carolina und ja, das war so ein Tod, der war vermeidbar, meiner Meinung nach. Gut, jetzt weiß man nicht, ob sie offen war. Möglicherweise war sie offen und musste dann sich bewegen, aber ja, schade drum, da das halt jetzt so gelaufen ist. Der DD, der wird jetzt hier schmerzlich vermisst. Wir haben A, B. Die North Carolina steht hier Breitseite. Da snackt er ordentlich Trefferpunkte ab von dem Schiff. Ich glaube, das ist auch, die kann gar nicht so schnell wieder weg. Jetzt ist hier die Conqueror zurückgefahren. Und ja, die North Carolina geht raus. Gut gemacht. Gut ausgenutzt zum richtigen Zeitpunkt. Ja, die Conqueror, die hat jetzt hier erstmal weiter gesucht, hat sich wieder hochgehielt in ihrem einmal Schiff neu ausdrucken. Ja, 8.000 Trefferpunkte und jetzt haben wir wieder zwei Drittel Trefferpunkte. Unser Team hat die Führung übernommen. Was macht er jetzt hier? Also er ist jetzt hier auf der Seite, wirkte fast so, als ob er jetzt alleine fahren darf. Also jetzt bin ich gespannt, wie er sich entscheidet. Entweder fährt er rüber zu B. Also der Sicherheitsgedanke wäre ja jetzt... Ich fahre der Conqueror hinterher. Das wäre der Sicherheitsgedanke. Was macht er jetzt? Ich glaube, er überlegt selber. Fährt er jetzt der Conqueror hinterher? Sieht fast so aus. Will auf die Colorado vielleicht noch wirken. Aber wenn ich mir dazu angucke, wenn er da jetzt abbricht, dann kann die ganze rechte Seite über die 9er, 8er, 10er Linie hochdrücken und dann dem Team Grün in den Rücken fallen. Was macht er jetzt? Ich bin jetzt echt, das interessiert mich jetzt gerade. Wie entscheidet er sich? Fährt er der Conqueror mit? Oder ändert er seine... Da kann er nochmal auf die Colorado mit HE wirken, gleich ein Brand. Fährt er um die Insel rum, wird jetzt gleich hart getroffen. Das ist wirklich eine harte Geschichte. Also gleich ordentlich 20.000 Trefferpunkte hat die Colorado ihm da abgeknöpft. Ist jetzt erstmal zu, aber entscheidet sich offensichtlich links rum zu fahren. Dieses Momentum, ich glaube, er wollte eigentlich dem Schuss ausweichen und jetzt hat jetzt dieses Momentum mitgenommen, fährt jetzt hier um die Insel rum, aber stellt sich dann offensichtlich ja auch gleich den Gegnern bei... In Form von Edinburgh und Colorado. Vermute ich jetzt mal. Ja, ist er
Sehr, sehr spannend. Ja, was kann man sonst noch zu dem Kapitän sagen? Ne? Also Halsey Jr. hat ja noch Talente. Ja, und ein Talent davon ist zum Beispiel, wenn die Fähigkeit Unterstützer prockt, ne, dann wird die Hauptbatterie-Nachladezeit beschleunigt. Und zwar um 20%, also diese Errungenschaft, ne? Ihr wisst, wovon ich rede. Oder die Torpedo-Nachladezeit wird um 10% beschleunigt. Oder eben die Flugzeugwartung. Oder wenn man halt beides hat, ne, dann natürlich auch beides. Das wirkt halt auf alles. Das ist halt einer dieser Talente, die Halsey Jr. hat. Oder Doppelschlag, das bringt auch nochmal was. Das, wenn man einen Doppelschlag macht, wird die Erkennbarkeit aus der Luft und zu Wasser um jeweils 10% reduziert. Das ist halt eine dieser Besonderheiten des heroischen Kapitäns. Gut, das wollte ich jetzt nur nochmal am Rande erwähnen, weil ich das vorhin nicht gesagt habe. Er ist jetzt hier wirklich um die Insel rumgefahren und orientiert sich in Richtung C, nachdem Team Rot da bei A reindrückt jetzt. Und er hat es jetzt richtig antizipiert. Er war jetzt plötzlich entdeckt und schmeißt einfach mal Radar an. Dafür hat der Dampfer das, ja? Hat jetzt nur AP ready, hat nicht umgeladen, sondern hat erstmal AP rausgeworfen, war trotzdem 3300 und kann jetzt hier HE rausspammen. Hat noch 20 Sekunden Radar und ehrlich gesagt war das genau der richtige Move. Er hat gesehen, er ist entdeckt und musste jetzt, konnten eigentlich nur zwei Schiffe sein. Entweder die Edinburgh, ja, wo die ja auch eine sehr geringe Erkennbarkeit hat, oder eben ein anderer Zerstörer. Und in dem Moment, ja, war es der Zerstörer, hat jetzt allerdings kein Hydro parat, da muss er aufpassen, dass da nicht noch irgendwo Torpedos lang schwimmen. So wie die Yagumo gefahren ist, da sind sie auch schon. Oh. Jetzt wird's eng. Jetzt wird's eng. Oh, hey. Ja, war knapp. War knapp. Geht noch knapper, aber das war schon kaum abzuschätzen, finde ich. In dem Moment. Hat hier jetzt die Yagumo schon. Ja, auch aus dem Gefecht entfernt, ein DD weniger für den Gegner und kann sich jetzt hier weiter vorarbeiten. Hört auch ganz schnell anders ausgehen können, Schwein gehabt, würde ich sagen. Genau, im richtigen Moment hat das Richtige gemacht. Jetzt ist die Frage noch, wo ist die Edinburgh? Aber ich glaube, die wäre ja schon sichtbar geworden, meiner Meinung nach, wenn sie jetzt noch hier wäre. Weiß ich nicht genau. Und wo ist die Colorado? Weil die ist ja auch eine ganze Zeit jetzt nicht offen gewesen. Wissen wir gar nicht genau, wo die ist. Die Smolensk, die bei C ist, die orientiert sich in Richtung B. Und ja, bei Team Grün sieht es bei A nicht mehr so lecker aus. Ja, vorhin sah das alles noch ein bisschen besser unter Kontrolle aus. Aber inzwischen hat Team Rot da jetzt noch eine Wooster. Da ist noch eine Kleber. Die ist aber low HP. Dann haben wir eine Iowa und eine Colorado. Wie sieht das HP-mäßig aus? Iowa halbe Energie, Colorado ist da noch randvoll. Gegen eine Wooster. Naja, ich bin mal gespannt. Kongfährer und Smolensk fahren auch rüber zu A. Er ist quasi bei C komplett allein und pusht jetzt hier in Richtung C rein, um den Gegenkonter zu setzen offensichtlich. Hat da hier die den Momentum auf seiner Seite, erwischt nämlich hier die Colorado von hinten. Und dann geht es gleich direkt los. T7 gegen T10. Ist natürlich irgendwie doch sehr ungleich. Das Match 6000. Meine Güte. Gleich auf HE, jetzt wieder auf AP. Nochmal ein Brand gelegt. Und kann da aber auch gut antizipieren. Weil er nutzt jetzt genau den Winkel aus, dass er hier quasi hinter der Insel ist. Die Colorado musste drehen, um die Geschütze benutzen zu können. Hat sie aber nicht rechtzeitig geschafft. Dadurch konnte sie nicht beschossen werden. Das ist richtig cool. Wir haben 35.000 Trefferpunkte. Und da geht die Edinburgh auf. Ja, einmal Radar an, um einfach so zu gucken, wo sind hier noch die Gegner. Der Edinburgh hat sich allerdings selber aufgemacht. Wir haben hier nur Radarreichweite von 10 Kilometer. Die ist ja 11,6 weg, weil sie geschossen hat. Ist sie quasi aufgegangen. Und ja, er verschnauft hier nicht, sondern fährt direkt raus. Das ist jetzt großes Risiko, was er da eingeht. Und da wartet die Colorado auch nur drauf. Da kommt die AP an. Oh, bittere Geschichte. Aber war das kalkuliert? Ich denke, es war kalkuliert. Kann natürlich hier mit zwei Salven dann die Colo rausnehmen. Das war klar, weil sie ja nur 25 mm Panzerung hat. Dann die verbesserten Winkel und so weiter. Das hat man eben schon gesehen, was da für ein Schaden auf dem Schlachtschiff gemacht wurde. Aber ist trotzdem krass. Er hat da von 35.000 ist er nach der Reparaturmannschaft jetzt auf, ja, ich denke mal so bei 22 oder so wird sich das da einpendeln. Oder 23 vielleicht. Aber hat 12.000 Trefferpunkte liegen lassen, muss man auch sagen. Also,
ja, man könnte sagen, kalkuliertes Risiko, aber wenn das ganz doof läuft, ist er da raus. Ja, muss man auch sagen. Also der Erfolg gibt ihm recht, würde ich jetzt mal so ausdrücken. Jetzt wird C gecapped. Er ist der Einzige, der jetzt hier für sein Team capped. 20 Sekunden noch, weil bei A hat das Team inzwischen verloren. Die Iowa ist weggefahren, die Colorado wurde da quasi zerhackstückt von dem gegnerischen Team. Ja, ist da in A gesunken und somit geht A jetzt in die Hände von Team Rot, wollte ich gerade sagen, aber die Wooster fährt aus A raus und gibt die Punkte wieder an Team Grün ab. OMG. Da hat sich Team Rot bestimmt gerade bedankt im Chat, dass er da nicht bis zum Schluss erobert hat, vor allen Dingen, weil es kurz davor war schon. Gut, also, Fokus hier auf die Desmo. Desmo hat jetzt hier 4 Schiffe gekillt, der 5. könnte es werden. Und da sind die ersten Torps. Ich glaube, das sind Torps von der Edinburgh. Und da geht eine Kleber auf. Französischer ja, Motorboost-Idee, will ich gerade mal so fast sagen. Aber dafür kein Nebel. Der ist sauschnell genau gleich dahinter geschossen. In dem Fall. Jetzt muss man aber aufpassen. Der hat verdammt schnelle Torpedos. Der Kerl. Da sind sie auch schon. Da sind sie auch schon. Oh, jetzt kann er jetzt hier die Torps dodgen. Oh, das sieht knapp aus. Oh, geschickt gemacht. Extrem viel Schwein gehabt. Da kommt dann aber gleich der Beschuss der Edinburgh. Wow, Alter, das war wirklich eine knappe Geschichte. Und die anderen 3 Torps sind dann da von der Kleber nochmal angegangen. Da ist die erste Zita von der Edinburgh, oder auf der Edinburgh besser gesagt. Und dann hat die Edinburgh auch den anderen Torpedowerfer nochmal benutzt. Er fährt jetzt zu viel Breitseite. Stell dich mehr an, Jung. Stell dich mehr an, mehr Winkel. Die haben keine verbesserten Abprallwinkel, aber so Breitseite würde ich jetzt auch nicht weiterfahren. Zweiter, oh, krasse Geschichte. Er lässt sich da aber auch ordentlich Damage einschenken. Meiner Meinung nach ist er zu viel. Ist, wie gesagt, hatte ich eben eingangs schon gesagt, ist natürlich auch immer Luxus, aus einer Reporter-Situation hier sozusagen sich das anzugucken. In der Situation hat man so viele andere Sachen noch mit im Kopf, dass manchmal so eine Sachen in der Hektik dann einfach untergehen. Und ja, jetzt ist die Edinburgh auf jeden Fall raus und da geht dann direkt die Smolensk auf, die er auch direkt beschießen kann und gleich erstmal schon mal A-resettet. Mega. Gut gemacht, obwohl er den Gegner kaum richtig gesehen hat. Auch noch eine Zita und da ist der Unterstützer und jetzt seht ihr gleich, wie krass die Geschichte abgeht. Achtet auf die Nachladezeit, 3,7 Sekunden ist das jetzt noch, ja, inklusive Adrenalin schon 3,5 Sekunden konnte man jetzt gerade sehen, als Zeit hier runterratterte, 3,6, also irgendwo da sind wir. Sind einfach mal 2 Sekunden weniger als standardmäßig bei der Desmo. Hier Vorteil, dass die Smolensk gerade nur AP schießt, mit HE hätte man immer noch die Brandwahrscheinlichkeit und wieder verteidigt. Und die nächste Salve könnte dann schon für die Smolensk gewesen sein. Aber nur verteidigt. Kein Schiff rausgenommen. Da ist nochmal Beschuss. Aber gut. Er hat es gestanden. Wenn auch knapp. Krake ist da. Unterstützer ist da. 162.000 Schaden. Und ja, wir haben noch 2 gegnerische Schiffe, ne? Ja. Wooster und Smolensk. Die Smolensk ist fast raus. Da müsste nur einer vom verbündeten Team draufschießen. Aber die Wooster macht hier quasi so einen ähnlichen Fehler wie er eben zur Edinburgh. Die fährt viel zu breitseitig, um alle Türme zu benutzen. Und das sind natürlich dann auch wieder, ich habe es heute schon ein paar Mal gesagt, ne? Die verbesserten Abprallwinkel der Amerikaner sind der Hammer auf den Kreuzern. Das sieht man auch bei der Puerto Rico zum Beispiel. Ja. Ja, und da kann er dann ordentlich, hat die rechtzeitig umgeladen auf HE, clever gemacht im richtigen Moment, die ganze Geschichte fertig gemacht. Und ich denke mal, der Beschuss war's. Und damit ist das Gefecht gewonnen. Und ich würde ganz klar sagen, meinem Gefühl hat hier eine ganze Menge zu diesem Gefecht beigetragen. Und ja, das sieht man hier auch in dem Endscreen. 12.000 XP mit allen drum und dran. Unterstützer, Großkaliber, Unterstützer, Dreadnought, Krake, so ist es. 6-mal verteidigt, 7 Schiffe rausgenommen, 3 Zitas. Meine Fresse, 187.000 Schaden. Und das ist die Tabelle. 1.000 Punkte Vorsprung vom 2. Platz. Er hat auf jeden Fall hier gecarried. Da gibt es gar nichts. Auch wenn er natürlich, er musste zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Riecher haben. Und das hat er hier bewiesen sozusagen. Vielleicht ist immer ein Funken Glück dabei, dass die Gegner dann auch so fahren. Das gehört einfach zum Spiel dazu. Mega gemacht. Herzlichen Glückwunsch zu dem Gefecht. Ich hoffe, euch hat das Gefecht auch so gefallen wie mir. Dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo da. Empfehlt uns gerne weiter, wenn ihr uns vorher noch nicht gekannt habt. Und dann sage ich danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Euer Seekreuz-Team, euer Andi. Ciao, ciao.